Moinsen, Videospielcode hier. Da wir gerade so im Flow sind, denke ich mal, machen wir die 200er Klasse nochmal. Natürlich mit Baby Daisy und diesem coolen Card. Biberleiche gehört auch dazu. So, habe ich ein Turnier noch gar nicht? Ja, hier die drei. Ja. Okay. Ich glaube, hier hatte ich noch nicht mal alle Strecken in meinen Parts. Deswegen nehmen wir das mal, ne? Ein bisschen abwechselnd muss sein. So. Ich hoffe, ich kann die Siegesserie fortführen. Im letzten Part war das ja ein Durchmarsch, ey. Gegner, gar keine Chance. Wenn ich jetzt noch ein paar Fehler vermeide, die ich da gemacht habe, kann das gut werden. Wobei, ich glaube, hier ist Vulkangrollen dabei, ne? Die Strecke ist richtig hässlich mit den Kurven. Ich glaube, da werde ich echt große Probleme bekommen. Aber naja. Erstmal kommt diese Strecke hier. Die hätte ich ewig nicht mehr. Immer wieder Zeit, ey. Und gleich verkackt. Da habe ich die Geschwindigkeit ein bisschen überschätzt. Oh shit. Wie übertrieben man einfach rüberfliegen kann. Sehr gut. Erster. Nee, in der Kurve darf man nicht den Sprung machen. Oh Gott, lähmig. Na komm schon, jetzt keine Fehler mehr, dann könnte das was werden. Lass die Sprünge einfach mal, ich werde damit zu schnell in den Kurven. Ja, schon viel besser. Ja. Tss, wie man einfach durchfliegt. Nein! Boah. Knappe Sache. Na, scheiß drauf, ich schaff das auch so. Wow, Erster! So nicht anders. Oh yeah. Keep dry. Undead Motors. Bose Oil. Alles klar. So, Raserei. Na dann wollen wir. Ja. Ne, ich verzeih. Oh scheiße, was ist das denn? Diesen ganzen Bodenwellen ist das Kacke hier. Die Strecke fährt sich echt scheiße. Nein! Boah. Ach man. Unverdient. Okay, der Flug war übertrieben. Na, ich glaube, hier werde ich nicht Erster. Die Kurven sind richtig assi. Die Bodenwellen machen es auch nicht besser. Was? Jetzt mit der 200er Klasse kommt man nicht hoch. Beschiss. Ah, ja, das habe ich versammelt. Gut, das Turnier muss ich wohl irgendwann nochmal spielen. Ach, na gut. Benutze ich das hier als Training und guck mal, wie Vulkanrollen sich so spielt bei der Geschwindigkeit. Stirb da vorne! Ernsthaft alle vorbei.
Ist das deine Ernte? Oh, immer diese Bananen. Piss dich, Bowser. Jetzt ein Kugel-Willi, wäre was Feines. Aber ich denke nicht, dass der kommt. Nein! Piss dich! Piss dich! Ah, Scheiße! Verkackt. Gut. Wie schon gesagt, Training. Ein bisschen ärgerlich ist das schon. Naja. Mal gucken. Ach, Peach, die geile Bitch ist erster. Oh Mann, ey. So, die Kurven gehen noch. Das hier könnte eine schlimme Kurve werden. Kann ich mir vorstellen. Obwohl. What the fuck? Wieso bin ich da so komisch rausgeflogen? Ich glaube, man kann die Kurve gut kriegen. Hier kommt einfach rüberfliegen. Passt. Hier wird es jetzt vielleicht noch ein bisschen eng. Nö, die Map ist okay. Die Röhrenraserei ist viel schlimmer. So, ich nehme den Weg oben lang. Ich glaube, der war ein bisschen schwieriger vom Ding her. Obwohl, ne. Perfekt. Sauber. So kann es weitergehen. Ah, so geht's leider nicht weiter. Okay, okay. Okay, das war buggy. Egal. Wow! Alles klar. Ah, dominiert. Muhaha. Hey, Yoshi fällt gar nicht mehr mit. Und Peach, die geile Bitch, ist mir auf den Fersen, alles klar. Du kriegst mich nicht. Dafür werde ich sorgen. So, was steht da noch? Bullet Bill Speed Trial. Ich glaube, die Strecke ist relativ einfach, weil die große Kurven hat. Denke ich. Ja, da habe ich natürlich ein bisschen Probleme, weil ich einen langsamen Charakter habe. Langsamen Spike. Muss ich aufpassen. Dann nimm den roten Panzer aus meinem Gesicht. Haha, so. Obwohl, scheiße, er kann ihn noch abschießen. Na, hier wäre ein Item zur Verteidigung. Danke. Ich glaube, so schnell ist noch niemand diese Strecke gefahren, ey. Beziehungsweise ich bin sie noch nicht so schnell gefahren. Auf N64 hat das echt 5 Minuten gedauert, diese Strecke zu meistern, ey. Wenn man langsam war, 3 Runden fahren musste. Und hier speede ich jetzt in einer Runde mit 200er Geschwindigkeit drüber.
Easy. Ah, 5 Punkte fehlen mir leider. Deine Schuld, Peach. Und deine Roy. Na, mal gucken. Was zeigt jetzt die Wiederholung? Bestimmt wieder meine schlechtesten Momente. Ja, war klar. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt die Röhrenraserei. Ne, hier habe ich geohnt. Das dürft ihr zeigen. Boah, guckt euch diese perfekten Drifts an. Läuft bei mir. Na dann, Leute. Man sieht sich bei dem nächsten hoffentlich 3-Sterne-Pokal. Bis dann.